Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft Battle, Staffel 8 ist das mittlerweile. Und wie gehabt stellen wir uns nacheinander vor und wir fangen hier rechts von mir wieder an. Das heißt dann Team Blau in dem Fall. Einen wunderschönen guten Tag, der Herr Blaze ist auch wieder mit dabei und ich hoffe mal auf ein gutes Battle. Ja, Exolo hier, Gewinner, letztes Mal auch wieder dabei. Ja, ich bin der Mystif und wir gewinnen. Ja, WZZW und ich bin derselben Meinung. Zum ersten Mal dabei beim Battle natürlich. Es sterben. Hallo. Ja, Tigercraft zum ersten Mal dabei. Wir machen das Ding. Guten Tag euch allen. Ich bin schon öfter dabei. Ich wünsche euch allen viel Spaß. Cube, Sie sind dran. Ja, ich bin der Cube und ich wünsche euch allen viel Glück und werde leider Julia und Exolo von ihrem Thron stoßen müssen, um mir den Titel mit Liskaria zu holen. Ha, ja, genau, ich bin Liskaria und bin auch schon länger dabei und ich würde sagen, Team Würfeliger Tiger gewinnt. Hi, Julia hier, zum zweiten Mal dabei, diesmal mit Basti am Start und ja, das wird eine verrückte Aufnahme. Team Weiß, bitte. Nee, Basti muss man sagen. Aber Basti ist stumm. Basti! Oh mein Gott. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Ja, du auch. Du musst ihn am Anfang dann schicken. Basti, du musst dir ja vorstellen. Wir sind schon in der Vorstellung. Basti, sag mal was. Was? Sag mal, du bist dran. Zeit ist abgelaufen. Ich schick dir einfach die Aufnahme. Ich schick dir das, Basti. Ja, aber ich nehme eh schon seit die ganze Zeit ab. Okay, gut, dann passt ja. Dann passt ja. Dann sag jetzt, wenn du bist, dann ist gut. Ja, also ich bin der zu spät kommt. Oh Gott, Alter. Basti am Start. Ich finde es gerade extrem witzig. Ja. Und das war's. Okay, dann changen wir jetzt alle die Channel und den uns dann gleich. Ich hab mich schon nicht vorgestellt. Cube, ey. Ja, ich hab die Ansage gemacht. Hi, bin da Ross. Ja. Ich bin der Rosa, ich hab mich auch nicht vorgestellt. Macht nichts. So, wir haben noch eine kleine Regeländerung zum letzten Mal. Wir durften ja, wenn wir gestorben sind, zu unseren Items rennen und die wieder aufheben. Das dürfen wir zwar jetzt immer noch, sind dann aber wieder automatisch angreifbar. Also sind dann wieder PvP gefickt und haben keine Schutzzeit mehr. So, und jetzt Basti, gehen wir zu Channels. Basti, hast du das verstanden? Hast du das verstanden, Basti? Ich bin nicht doof. Bis später, viel Spaß. Okay, Achtung. Und los geht's. Komm, wir rennen dahin, wo wir gesagt haben. Dann läufst du mit daher? Warte, wo bist du? Hier, guck runter schon. Komm, andere Richtung, Shigo. Lass sie verlaufen. Dann laufen wir trotzdem. Ne, nicht hinter Exodo hinterher. Lass hier lang gehen. Okidoki. Hier ist keiner lang gelaufen. Wir müssen jetzt nur hoffen, dass wir einmal kurz die Werkzeugkiste ruhig spawnen. Kannst du wieder hinsetzen. Da ist ein bisschen Essen drin. Einmal rausnehmen alles und dann weiter. Kiste können wir eigentlich auch direkt abbauen, wenn das geht. Obwohl, ich glaube, die kannst du nicht abbauen. Ne, oder? Doch. Doch. Nehmen wir direkt mit. Sparen wir ein bisschen Holz. Und los. Hoffen wir mal, dass da hinten noch mal normales Land kommt. Ansonsten mal nach hinten rechts. Jo. Ah, da baut aber Exolo. Der ist sehr gut im PvP. Ma. Will ja nicht unbedingt neben denen stehen. Völlig. Ja, ich versuche doch ein bisschen nach links abzubiegen. Einfach in der Hoffnung, dass hier gleich noch mal normales Land kommt. Ist mal eine andere mehr. Wir hatten noch nie so ein großes Wüstengebiet. Mhm. Da hinten. Da ist doch gut. Ich weiß auch nicht, ob es vielleicht besser wäre, unsere Wolle dann wirklich nicht am Rand zu setzen, sondern auch wirklich mal eiskalt so ein bisschen mittiger, weißt du? Mhm. Einfach, weil viele Leute werden später am Rand langlaufen und alles durchsuchen. Das ist ganz normal. Hier ist, ich weiß, ist ein Chunk-Fehler, aber hier können wir runtergehen, hier ist eine Schlucht. Ne, hier ist wirklich eine Schlucht, ne? Geil. Prima. Hier ein bisschen Holz mit. Brauchen wir bestimmt. Wenn wir jetzt direkt runtergehen würden, was brauchen wir vorher alles? Ein paar Tiere Holz. Bestimmt, oder nicht? Ganz viel Holz. Nehmen wir mal ein bisschen Holz mit. Ich gucke auch mal, ob hier irgendwo Tiere sind. Mhm. So, du siehst rechts die Anzeige. Das sind die Leben. Yep. Wir müssen gleich auch noch eine Wolle platzieren. Das können wir also innerhalb der ersten 10 Minuten muss die platziert werden. Mhm. Wir haben 30 Minuten Schutzzeit. Da dürfen wir keinen angreifen, also auch gar nichts anderes machen. Auch keine Wolle abbauen. Deswegen zögern wir das so lang wie möglich raus mit dem Wolle platzieren. Mhm.
Würfel hast du? Ein bisschen was, Moment. Wir haben jetzt halt das Problem, abgebaute Wolle zeigt natürlich, abgebaute Bäume, oder weil die ja so groß sind, sind diese doofen Mammutbäume. Also die sind gar nicht so hoch. Den einen kriege ich zum Beispiel nicht abgebaut. Du musst ja auch clever abbauen. Ja, ich hätte mich vorher draufstellen können, hast schon recht. Dann nehme ich davor für Hühner. Mit. Da ist ein Huhn. Fleisch ist immer gut. Gibt's hier mehr von euch? Gack hat noch jemand da. Dann baue ich noch ein bisschen Gras ab. Und da vorne ist auch ein Wässerchen. Wozu brauchst du das? Was suchst du? Für ein Feld oder nicht, oder? Wie sieht's hier aus mit Essen? Wir müssen auf jeden Fall unter die Erde, ne? Ja, aber da wächst ja auch. Wenn du genug Licht hast, wächst es auch. Wir brauchen halt einen Eimer Wasser. Ja, wir müssen also sowieso bald runter. Jo. Aber ich habe jetzt erstmal auch Hühnerfleisch und Co. Sonst noch irgendwas Wichtiges? Das gab nichts. Wir haben ein bisschen Fleisch, ein paar Kartoffeln haben wir ja auch. Hier muss ein Hühnerspawner gewesen sein, zumindest. Wurden hier alle abgesetzt. Das ist sehr gut. Also viel Fleisch. Sehr gut. So. Alles klar. Wozu brauchen wir so viel Holz? Zur Sicherheit. Sicher ist sicher. Alles klar, ich habe ein bisschen Kohle, habe ich auch schon gefunden. Super, wo bist du? Wenn du den Berg, erstmal diesen großen Berg hoch, zur Wand hin, ja? Da, okay. Wo ich hochgegangen bin, ich bin an dir vorbeigelaufen. Und dahinter siehst du einen Fluss. Hier ist auch Eisen. Eisen kann ich mit der Steinpickaxe abbauen. Ich habe also schon ein bisschen Iron gefunden. Und dann siehst du so einen Fluss zwischen zwei Schluchten. Also da ist so zwei Berge und dazwischen ist ein bisschen Wasser. Vielleicht siehst du meinen Namen auch. Ist an sich nicht so weit. Okay, wir haben noch 10 Minuten, die Wolle zu platzieren. Auch das können wir ausnutzen. Fluss? Wo ist ein Fluss? Ansonsten komme ich wieder dahin, wo ich dich zuletzt gesehen habe. Hier ist ein Schaf. Ja, bist du weit oben? Ja. Ja, du musst dann sozusagen rechts davon runter. Also, dass die Mauer links von dir ist, wenn du an der Mauer langläufst. Ja. So. Hast du mich gefunden? Ist, wie gesagt, Nein. Ist nicht weit. Ist den Berg eigentlich nur hoch. Ansonsten komme ich jetzt gleich dahin zurück, wo wir die Bäume abgebaut haben. Einfach nur, damit du mich siehst. Komm mal wieder hoch. Nicht, dass wir jetzt zu weit weglaufen. Sachse? Hallo. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Während wir das hier aufnehmen, hat der Sachse nämlich seinen Geburtstagsstream gemacht und deswegen muss er jetzt hier auch einfach reinkommen. Dann könnt ihr euch jetzt ungefähr vorstellen, wann wir das hier aufgenommen haben. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Oh, danke, danke. Was spielt ihr gerade? Minecraft, das nächste Battle läuft gerade. Und sind wir extra hier in dem Teamspeak gewesen dafür, damit du hier reinkommen kannst und wir dir gratulieren können. Oh, sehr akribisch. Jetzt bleib stehen, ich bin unter dir. Ja, wir müssen aber hier hoch. Ach so. Da, wo platzieren wir? Was machst du noch, Sachse? Habt ihr jetzt noch vor, ein bisschen Talk zu machen? Lass mal runter. Komm doch runter. Wir talken jetzt noch ein bisschen rum. Shigo, komm doch runter. Wir müssen die Wolle ja platzieren. Oben sucht ja jeder direkt nach der Wolle. Bist du noch länger da? Ich bin noch heute länger oder da. Ja, jetzt bald ins Bett? Ach. Ja, kann ja sein. Dann würden wir dich sicher später nochmal besuchen, wenn das zeitlich passt. Jo. Und ja, wie gesagt, war uns wichtig, dass du hier einmal kurz reinschnaust, damit wir dir gratulieren können. Schaut mal beim Sachsen vorbei. Kennt ihn ja. Und ansonsten müssen wir uns jetzt hier auch ein bisschen konzentrieren, das Ganze zu gewinnen. Alles klar. Dann bis später. Wir hören uns. Tschüss. Tschüss, Axel. Tschüssi. User left your channel. So, kommst du noch zu mir? Moment.
Also ich Hühnerfleisch haben wir jetzt 23, habe ich. Das ist schon mal ausreichend. Und noch zwei? Ja, yeah, komm. Wollen wir eiskalt versuchen, eine Wolle hier so zu platzieren? Also da sind so zwei Sandhügel nebeneinander. Ist das Huhn ja im Kaktus gestorben? Ja. Ich hoffe. Bau mal ein bisschen Sand ab nur. Ich mach mal. Setz deine Wolle gleich, warte. Wir riskieren das einfach. Mhm. Gerade am Anfang müsste man es einmal testen, ansonsten später wieder eiskalt an den Rand legen. So, den Sand nehmen wir einmal ganz kurz. Wir bauen das hier einmal kurz dicht. Also zubauen im Sinne von, platzier deine Wolle mal hier, wo ich jetzt stehe. Da, wo ich draufstehe auf dem Block. Okay, so, wie gesagt, und wie gesagt, zubauen darf man, den muss zwei Abstand zu jede Richtung haben, aber ich kann ja hier wenigstens so eine kleine natürliche Kuhle machen, aber dafür fehlt mir noch Sand. Oh je. Ja, einfach nur, damit man es nicht direkt von einer Seite sieht. Es muss natürlich schon offen sein, das ist klar, aber es muss ja nicht direkt von einer Seite erkennbar sein. Hast du auch noch ein bisschen Sand? Ich baue ein bisschen mehr ab. Und dann gehen wir auch runter. Du hast ja noch ein paar Kartoffeln, hast du noch? Das heißt, diese Essensfuhre kriegen wir noch einmal durch. Schutzzeit müsste dann auch passen. Wir haben jetzt natürlich den Nachteil, wir haben zwar jetzt Essen, haben wir schon mal ausgesorgt soweit, aber wenn wir jetzt runtergehen, wir haben kaum noch. Also wir haben bis jetzt nichts, was wir uns verteidigen können. Das heißt, wenn wir direkt gesehen werden, würden wir natürlich auch direkt angegriffen werden. Sieht noch natürlich aus. Nee. So. So, lass. Ich glaube, so ist schon mal ganz gut, würde ich sagen, oder? Okay. So, und jetzt schnell weg hier. Ich muss meinen jetzt auch noch platzieren. Folgst du mir gerade noch? Ja, sicher. Das ist aber nett. Ich folge dir überall hin. Jetzt meine eiskalt hier hin. Ja, nicht zu sehr zubauen, aber ich denke. Ja, das ist ganz gut so. Zwei Blöcke Abstand in jede Richtung, ja. Dann machen wir noch hier so und. Hier kommen ein, zwei gehen noch. So. Und jetzt weg von unserer Wolle, weil klar, wenn wir jetzt schon gesehen werden. Dann wissen die natürlich direkt, wo sie suchen sollen. Deswegen können wir erstmal direkt hier abhauen. Jo. Gehen wir in die Schlucht, die wir gesehen haben? Weil wir da einfach schon tiefer sind. Dann müssen wir uns nicht runterbuddeln. So, ich habe gerade meine letzten Kartoffeln gefuttert. Also mein Startgier ist jetzt weg. Aber wie gesagt, wir haben 23 Hühnerfleisch. Mit deinem 25 oder 26. Dann behalte ich meine jetzt so lange. Das sind doch nicht gebacken, oder? Richtig. Das heißt, wir können die erstmal anpflanzen und ich kann sie backen. Stimmt, du kannst deine nur anpflanzen. Ja, dann versuchen wir schnell runterzukommen und einen Ofen zu machen. Hier muss die Schlucht irgendwo sein, da. Wie kommen wir da rein am besten? Hier in der Ecke in den Boden buddeln. Nicht offensichtlich, also nicht irgendwie einen Ort nehmen. Ja. Hier ist direkt Eisen, perfekt. Super. Nimm das Eisen, ich mach mal tiefer. Was willst du machen? Dass das Eisen da ausbuddeln, ich buddel tiefer. Jojo. Ich mach hinter uns einmal zu. Ja, sicher. Du hattest Kohle? Kohle habe ich. Mach mal Fackelchen. Sofort. Okay, vielleicht doch nicht, weil sonst sieht man das in der Schlucht. Und hier könnte man sogar reingucken schon fast. Deswegen beziehungsweise man kann reingucken. Ja, ich nehme trotzdem mal zwei Steine und mach die mit. Kobbelst du, auch wenn es doof aussieht, aber da achtest du nicht drauf. Nimm vielleicht lieber Dirt. Oh, du hast dich teleportiert. Ja? Bei mir zumindest. Naja, das ist irgendwie manchmal eine Lektion, ich weiß nicht. Ich habe gerade kein Dirt. Du stehst bei mir hier unten vor mir, ne? Ja, ja. Okay. So, jetzt kannst du Fackeln machen. Also doch Fackeln. Ja, jetzt ist die Schlucht ja wieder zu.
Achso, du hast das nicht umgestellt. Alles klar. Ich, bei mir ist nie was dunkel. Achso. Ich hab. Entschuldigung, auch die Kohle behalt die, also nimm die, also benutze die nicht, hab die fucking zugeschmissen. Setz die erst um die Kurve, die erste. Ja, damit hier einfach noch ein bisschen mehr dicht ist. Wie tief wollen wir? Auf jeden Fall runter auf die Höhe. Müssen wir ja. Sonst haben wir ja gar keine Chance. Ja, für solche Sachen ist Cleanstone immer ganz praktisch. Mhm. Kann man im Optifine einstellen, dass man keine Dunkelheit mehr hat? Nee, das hat nichts mit Optifine zu tun. Das wäre in den Settings von Minecraft. Ach so. Das können wir dir bei der nächsten Session kann ich das einstellen. Jo. So, eine Wolle immer im Inventar haben, das ist wichtig. Eine blaue Wolle wird gefunden, aber ob das schon nach in der Schutzzeit geht oder habe ich mich verlesen und die Schutzzeit ist schon zu Ende? Nee, ich glaube, es geht noch nicht. Ich höre Lava, pass ein bisschen auf. Ja. Ach, die haben, Moment, blaue Wolle, ach, war die schon vorher platziert? Das könnte auch sein, dass die Wolle schon stand. Ach, Quatsch. In den Pyramiden ist doch auch Wolle drin. Lagst du gerade? Ich will nicht vor dich laufen. Ah, okay. Ich muss noch gerade mein Inventar sortieren. Meine Spitzhacke ist gleich kaputt. Ich kann dir meine geben. Hier. Danke.